Hallo, hallo, hier ist mal wieder Selection und wie ihr seht, geht es heute um das iPad, genauer gesagt um das iPad als Controller mit Hilfe einer App. Und zwar gibt es im App Store mittlerweile diverse kleine Programme, die als Controller verwendet werden können, für zum Beispiel Serato oder für Ableton. Die gibt es für kleine Münze, irgendwas zwischen 4 Euro und 20 Euro, nennen sich zum Beispiel MIDI 2 für Serato. Das sieht dann in etwa so aus, ist also schon alles vorbereitet, kann man Effekte steuern, man kann durch die Songs browsen und die Songs laden und man kann natürlich Loops, Cue-Punkte, Samples und die Modi ansteuern. Das Ganze funktioniert kabellos über Wi-Fi, also man braucht nicht mal ein großes Kabel und es ist relativ leicht einzurichten und zu verwenden und halt vor allem preiswert. Aber man muss sich an die Gegebenheiten, die der Programmierer vorgedacht hat, halten. Man kann also nicht jetzt nach eigenem Gusto die ganze Sache umlegen. Zumindest nicht mit diesen Apps. Da gibt es aber andere Apps, wie zum Beispiel Touch OSC, was ja verbreitet ist. Oder es gibt eine App, die nennt sich MIDI Touch. Gibt es auch im App Store, kostet um die 4 Euro. Da gibt es diverse Presets, die man jetzt halt hier verwenden kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, eigene Controller, eine eigene Controller-Oberfläche sich zusammenzuschustern. Wie das konkret geht und was man alles da machen muss, zeige ich euch jetzt mal hier im Einzelnen. Ihr seht schon, hier sieht man irgendwie ein bisschen die Kamera, aber das ist nur bei den Gegebenheiten, die ich hier habe, mal im Moment nicht anders möglich. Müssen wir zusammen einfach durch. Schauen wir uns also mal an, wie das denn funktioniert. Als erstes muss ich natürlich mal die App aus dem App Store aufs iPad laden. Wie das funktioniert, wird wohl jeder wissen, der ein iPad besitzt. Das kostet halt irgendwie 3,99 €, 4,99 €, irgend sowas. Das ist ein relativ finanzierbarer Betrag. Und wenn man halt die Presets nicht nutzen möchte, kann man dann jetzt hier in der Software sagen, ich möchte gerne einen neuen Controller. Also dann hat man jetzt eine neue Fläche und jetzt kann man loslegen. Dann hat man halt hier ein Blatt Papier im Prinzip. Man kann sich auch auf richtigen Blatt Papier vorher erste Skizzen machen, was man gern irgendwie hätte, an welcher Stelle, was man benötigt, ob man den Controller so nutzen will, dass man alles auf einer Oberfläche untergebracht hat oder ob man auch das unterteilen möchte und dann sozusagen mit mehreren Seiten arbeiten. Es gibt das vorausgeschickt verschiedene Layout-Möglichkeiten. Das heißt, man kann entweder das, wie gerade gesehen, nehmen, wo es relativ nah an einer richtigen Darstellung ist, oder man sagt halt, ich hätte gern ein anderes Aussehen. Ich habe halt zum Beispiel gern so ein Neon Red. Sehen wir gleich, wie das aussieht. So, das sichere ich jetzt hier mal. Fertig. Und jetzt sagt man halt hier, ich mache jetzt einen neuen Controller und ich zeige euch nur mal, was es da für Möglichkeiten gibt und dann versuche ich mir mal einen für Serato zurechtzubasteln. Es gibt also hier Drehregler. Die kann man dann auch immer einstellen. Da gibt es dann so ein Kontextmenü dazu. Da kann man das benennen. Dann man kann einen Namen anzeigen oder auch nicht anzeigen. Also könnt ihr jetzt hier zum Beispiel Balance hinschreiben oder Low oder was immer. Man kann hier die verschiedenen MIDI-Kanäle auswählen, auf denen das senden soll. Und die Werte, die gesendet werden sollen. Im Normalfall lässt man das halt so, wie es ist. Man kann das Ganze kehren, um zum Beispiel aus dem Minimum ein Maximum zu machen und andersrum. Und man kann natürlich die Größe ändern. Groß, klein, Mittel. Wir halten mal wie die FDP und sagen, soll ein Mittel sein. Nee, ja, doch Mittel. So. Ist ein bisschen, normalerweise geht das schneller. Ich muss das alles mit der linken Hand machen, weil ich sonst hier durch den Ständer der Kamera greifen müsste. Also ist das alles ein bisschen spastischer, als es im echten Leben eigentlich ist. So, ich ziehe hier jetzt zum Beispiel einen Fader der Stände zur Verfügung. Auch da haben wir die gleichen Werte. Können dann auch in der Größe ändern. So, haben als nächstes ganz normale Buttons, die man dann verwenden kann. Auch hier seht ihr, kann man auf momentan Werte kehren. Also alles eigentlich so nur mal grob jetzt gezeigt. In der Feinarbeit gehen wir dann danach drauf ein. Es gibt halt normale Buttons, die man dann hier klein, groß, medium schalten kann. Es gibt eine XY-Pad, was man verwenden könnte. Auch hier gibt es wieder diverse Möglichkeiten dazu zum Einstellen. Es gibt dann solche Play-Buttons, die man auch auf Stop oder auf Set umschalten kann. Und es gibt zum Schluss noch einen Button, da wäre jetzt, wenn ich jetzt mehrere Seiten hätte, könnte ich jetzt hier zur nächsten Seite oder zurück zur vorherigen gehen, indem ich dann halt einfach definiere, wo es hingehen soll. Ja, soweit so einfach, ganz übersichtlich. Geht auf alle Fälle schnell, sich sowas zurechtzubasteln, wie man das selbst gern hätte. Wenn man denn eine Idee hat, was man gern hätte, hat man ja normalerweise,
dreimal hätte im Satz, auch super. Ich mache das jetzt mal am Beispiel von Serato, und zwar möchte ich da zusätzlich zu meinem Timecode in zwei Decks Loops steuern, ein paar Q-Punkte, und ich versuche das jetzt mal so, wie ich das gern hätte, zurecht zu basteln und zeige euch das dann nachher, wie das aussieht im Endgültigen. Das müsst ihr euch jetzt nicht 5 Minuten angucken. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze connected wird, was man einstellen muss, sowohl am iPad als am Rechner, auf dem dann die Software läuft, um das an den Start zu kriegen. Okay. So, ich habe hier schnell was zurechtgeschustert. Mehr schlecht als recht. Ich habe mir also gedacht, ich hätte gern zwei Player sozusagen zusätzlich noch mit unterstützt, und deshalb ist das eine Zweiteilung im Display. Ich habe also hier Deck A, Deck B. Jeweils ein Effekt, da würde mir auch so ein verketteter Effekt reichen, den ich damit steuern kann, den schalte ich dann hier rüber zu. Loops, etwas größer gehalten habe ich den 4 Bar Loop, weil ich den wirklich relativ oft nutze. Und dann geht es halt runter, 2, 1 und so weiter. Hier oben ist es nicht benannt, ging er relativ schnell, indem ich dann einfach sage Edit. Jetzt bin ich wieder im Edit-Modus und jetzt sage ich halt hier, zack und Enter, zack. Und dann sage ich halt, das soll jetzt sozusagen 8 Bar sein. Fertig, wäre jetzt damit auch hier eingetragen. Man kann das auch so machen, dass es nicht angezeigt wird. Was leider nicht geht, ist, dass man die Zahl reinsetzt oder dass es eine Rückmeldung gibt von Serato oder auch über die Software, also über die App, dass zum Beispiel, wenn das jetzt aktiv ist, dann dauerhaft sozusagen das Rot leuchten würde. Das geht hier zumindest leider nicht bei MIDI Touch. Ansonsten ist es aber sehr leicht zu handeln. Dummerweise geht es halt aus, wenn ich jetzt hier so einen Loop einschalten würde, geht er nachher wieder aus. Sind aber hier noch bei Version 1.0. Ich denke mal, in der nächsten Version könnte das durchaus drin sein. Dann würde dann auch der aktive Loop jetzt zum Beispiel leuchten. Also, ich habe mir das jetzt hier gespart. Hier unten würde ich jetzt zum Beispiel 3 Q-Punkte drauflegen. Hier oben hätte ich relativ interner Modus und die Key-Funktion. Absolut nutze ich relativ selten. Brauche ich deshalb nicht. Das ist ja der Vorteil, dass man bei einem selbst zusammengestellten Controller sozusagen oder bei einer selbst zusammengestellten Oberfläche das machen kann, wie man es wirklich gern hätte und nicht auf Sachen zurückgreifen muss, was sich andere Leute irgendwie gedacht haben. So sieht jetzt halt meins aus. Wie wird das nun verbunden? Achso, hier unten habe ich noch mal so, das wäre jetzt zum Beispiel eine zweite Seite, und da könnte man dann hin und her springen zwischen den zwei Seiten, um hier hinten weitere Elemente zu steuern. Wie wird das Ganze nun verbunden? Im Prinzip funktioniert es kabellos. Das iPad ist ja, wenn es einmal aufgeladen ist, funktioniert der Akku relativ lange, ohne dass man den nachladen muss. Ansonsten steckt man hier einfach den Strom an und gut ist. Man kann über das Kamera Connection Kit, was es zusätzlich gibt, einen USB-Anschluss generieren und damit dann direkt an den Rechner gehen, auf dem die Software läuft. Oder man geht halt über Wi-Fi und stellt das halt entsprechend ein, muss man halt ein Netzwerk machen. Ich arbeite mit einem MacBook Pro und dem iPad, habe es also relativ leicht, da ein Netzwerk herzustellen. Ansonsten, wer da mit einem Windows-Rechner operieren will, der hat es natürlich naturgemäß immer etwas schwerer. Ich zeige das jetzt mal für das MacBook, was man da alles machen muss, beziehungsweise für das iPad. So, ein Mac zu vernetzen ist relativ einfach. Geht man einfach hier auf dieses Symbol, sagt Netzwerk anlegen, benennt das Netzwerk dann zum Beispiel mit iPads, Miner und sagt okay. In dem Moment rüttelt das los, ändert sich oben das Symbol und da sieht man, man hat jetzt ein internes Netzwerk gemacht, und da gehe ich jetzt hier hin und sage Einstellungen auf dem iPad. Jetzt gehe ich hier und sage jetzt iPads Miner, da ist es. Und damit bin ich jetzt connected zwischen diesen beiden Mac-Rechnern. So, nachdem wir nun die beiden Rechner miteinander vernetzt haben, müssen wir noch eine letzte Einstellung treffen, bevor es richtig losgehen kann. Und zwar gibt es beim Mac unter Programme, Dienstprogramme, Audio MIDI Setup ein Fenster für MIDI-Einstellungen. Das ist dieses hier, der gesehen, wer hinkommt. Da geht man dann auf Netzwerk und sagt jetzt neue Verbindung, neue Session hinzufügen. Nennt die jetzt zum Beispiel iPad, klack, aktiviert diese. Muss hier unten sagen, bitte hier alle Computer dürfen sich vernetzen. Und dann sagt man Eulos, das ist mein iPad, und verbinden. Damit haben wir jetzt sozusagen eine Connection hergestellt, eine komplette, und können nun Serato öffnen. Und hier das Programm, die App. Und jetzt kann man, hier sieht man auch, es gibt jetzt hier eine Session. Es funkt also von A nach B, ganz wunderbar. Und jetzt kann man hier halt zum Beispiel reingehen und kann sagen, ja, wie man das kennt, MIDI. Und jetzt belegt man halt hier zum Beispiel absolut. Hatte ich nicht, ich hatte halt relativ. Gehen wir halt hier hin und sagen relativ.
zack, da sieht er, da ist es schon belegt und sagt dann hier zum Beispiel Loop, Vierer Loop oder Einer Loop. Die ganzen Einstellungen, wie die funktionieren, die brauche ich euch ja nicht zu erklären. Das ist analog zu regulären Controllern, die auch sonst, wie auch sonst halt die Einstellung da ist. Das ist genau das Gleiche. Und funktioniert auch wunderbar. Wie vorhin schon festgestellt, ist ein bisschen nachteilig, dass es hier nicht dann dauerhaft leuchtet. Das kriegen andere Apps mittlerweile schon hin. Deshalb denke ich, dass es auch hier bei zukünftigen Updates vielleicht so geschehen wird, dass dann einige Verbesserungen stattfinden. Was man noch machen muss natürlich zum Schluss, was man nicht vergessen darf, ist, nachdem man alles sozusagen belegt hat, wie man es gerne hätte, unter Setup, MIDI, sein entsprechendes eigenes Preset einfach abspeichern, damit man es gegebenenfalls wieder mal, wenn man irgendwas ändert oder so, aufrufen kann. Ja, das war's. Eigentlich ganz einfach, ganz simpel und vor allem preiswert. Unter 10 Euro neuer Controller. Und wann immer ihr wollt, könnt ihr euch einen neuen, weiteren Controller basteln. Und wieder einen und noch einen und ihr könnt rumexperimentieren. Macht viel Spaß, macht viel Freude. Geht natürlich nicht nur in der Kombination, die ich hier gezeigt habe, sondern auch in der Kombination mit Traktor und mit Ableton. Wird natürlich schwieriger, wenn man kein MacBook nutzt, aber die Diskussion MacBook versus Windows-Rechner, das ist eine ganz eigene. Da soll es sogar schon die ein oder andere Seite im Netz geben, die sich dessen widmet. Machen wir hier nicht. Okay, das war's.